Wir sind heute im Skydeck bei der Deutschen Bahn bzw. der DB Systel. Ich spreche mit Christoph Hein. Er kümmert sich um die Planungs- und Steuerungsplattform bei der Deutschen Bahn. Christoph, könntest du dich einmal kurz vorstellen? Mein Name ist Christoph Hein. Ich bin Product Owner für das Team TM1 Consulting bei der DB Systel, dem Digitalisierungspartner der Deutschen Bahn. Und wir sind als Team für Projekte im DB-Konzern, vor allem im Bereich Planung mit IBM Planning Analytics oder TM1 zuständig. Man hört und liest viel über Planungsplattformen. In der Unternehmensrealität, in der Praxis sieht man häufig das Gegenteil. Einzelne Tools, kleine Anwendungen, überschaubare Anzahl an Nutzern. Die Deutsche Bahn hat, soweit ich weiß, eine Planungsplattform mit ca. 11.000 Nutzern. Viele können sich das gar nicht vorstellen. Vielleicht könntest du das einmal ein wenig beschreiben. Die Plattform ist vor allem erstmal ein formales Konstrukt. Das heißt, wir haben klar definierte Prozesse mit Übergabestellen, Schnittstellen, wo Daten von den Konzerngesellschaften an die Zentrale übergeben werden, wo klar definiert ist auch, wie die Daten vom Konzern wieder zurück an die Gesellschaften gespielt werden. Das Ganze wird unterstützt von einer durchgehenden Kostenstellenstruktur, die wir für den gesamten Konzern haben, was halt natürlich die Vergleichbarkeit der Daten und ein Zusammenführen der Daten sehr erleichtert. Das Ganze dann auch über verschiedene Geschäftsmodelle, über verschiedene Horizonte, über verschiedene Funktionen hinweg? Genau, also wir haben ja ein sehr heterogenes Sammelsurium an Unternehmen im Konzern, um es mal so zu formulieren. Wir haben eben die klassischen Schienenunternehmen wie DB Regio, DB Fernverkehr, die sich darum kümmern, dass die Züge von A nach B fahren. Und im Gegenzug haben wir Unternehmen wie die DB Energie, die dafür zuständig ist, den Ökostrom auch zu beschaffen für die Züge, die eben auch Kraftwerke betreibt und dort eben einen ganz anderen Planungshorizont hat. Also ein Kraftwerk ist halt nicht nach 5 Jahren abgeschrieben, das dauert halt ein bisschen länger, bis das abgeschrieben ist, und dadurch verschieben sich da die Planungshorizonte. Und deswegen, ich bin immer wieder fasziniert, dass wir es schaffen, diese ganzen unterschiedlichen Geschäftsmodelle doch in einem Planungsprozess zusammenzuführen. Auf Basis eurer Erfahrung, was würdest du Unternehmen raten, die eine solche Plattform aufbauen wollen? Ich würde vor allem nicht mit der Technologiefrage starten, sondern wirklich mir erst den Prozess angucken, den Prozess vom Anfang zum Ende durchdenken, eine Vision entwickeln, wo ich hin möchte, wie sich dieser Planungsprozess in meinen Steuerungsprozess im Unternehmen eben einbinden soll, und dann in zweiter Linie erst die Technologiefrage stellen, damit ich eben nicht Gefahr laufe, den Prozess an die Technologie anzupassen und mich dort eben einzuschränken. Ihr habt schon eine Reihe an modernen Anwendungen umgesetzt. Wenn man in die Zukunft schaut, was sind Schwerpunkte, die du für die Weiterentwicklung eurer Plattform siehst? Das sind natürlich zum einen erstmal weitere Bereiche anbinden, die heute vielleicht noch nicht so im Planungsprozess implementiert sind, wie wir es gerne hätten. Das ist dann so das Thema Nachhaltigkeit, ESG. Ja, das wird immer stärker an Bedeutung gewinnen. Dann haben wir zum anderen bestehende Themen, die schon drin sind, die wir aber ausbauen wollen. Das ist beispielsweise das Risikomanagement, das wir einfach noch viel, viel stärker gerne einbinden würden in den Planungsprozess und dort wirklich auch das als Steuerungsinstrument nutzen wollen. Genau, das ist das eine. Und das andere ist natürlich dann mittelfristig, sind es auch technologiegetriebene Themen. Das heißt, wir wollen mit künstlicher Intelligenz arbeiten und mit Predictive Methoden, um den Planungsprozess einfach stärker zu automatisieren und den Controllern, den Controllerinnen die Möglichkeit geben, sich auf wertschöpfendere Tätigkeiten, auf steuernde Tätigkeiten zu konzentrieren und weg von manuellen Tätigkeiten zu kommen. Sehr spannend. Lieber Christoph, vielen Dank für die interessanten Einblicke in die Planungsplattform der Deutschen Bahn. Vielen Dank, es hat mich sehr gefreut.